spielen am Millentor mit our einigen Fans zurück und ein Derby und mit einem Derby-Sieger ist ja das beste Feeling und ja, I cannot describe the feeling is good enough. Moin, ihr Derby-Siegerinnen und Derby-Sieger. Mit einer Serie von 4 ungeschlagenen Spielen gegen den Stadtrivalen ging es ja am Freitagabend in das Duell gegen den Hamburger SV. Am Freitag kam dann das 5. ungeschlagene Spiel in Serie und der 4. Sieg aus den letzten 5 Derbys dazu. Ich will jetzt auch gar nicht mehr so lange reden, sondern wir gucken jetzt direkt zu Beginn der Folge auf die Highlights vom Spiel gegen den Hamburger SV. Die Kiezkicker starteten schwungvoll ins Derby und erspielten sich in Durchgang 1 zahlreiche Chancen. Unter anderem traf Guido Burgstaller den Pfosten und ein Kopfball von Jakov Medic ging knapp am Tor vorbei. Doch dann kam die 27. Minute. Aus auf die linke Seite gespielt mit dem langen Ball. Guido Burgstaller auf dem linken Flügel, rein ins Zentrum gelegt. Giré findet nochmal Burgstaller. Burgstaller Grundlinie, fast reingespielt. Tor! Ja! 1:0 für den FC St. Pauli! Yes! 1:0! Für den FC St. Pauli, Guido Burgstaller. Ja! Und Kofi Giré, die da über die linke Seite sich freispielen. Das war übrigens der Originalkommentar aus dem AFM-Radio. Auch danach war unsere Mannschaft gut im Spiel. Dennoch konnten die Gäste kurz vor der Pause durch Sonny Kittel zum 1:1 ausgleichen, nachdem Bakariata zuvor quergelegt hatte. Nach dem Seitenwechsel kam der HSV durch Robert Glatzel zum Kopfball über das Tor. Und dann schlug die Stunde von Simon Mackinock. Medic spielt zu Becker. Jetzt ein bisschen mehr Chaos im Spiel. Schön rausgespielt auf die linke Seite zu Mackinock. Mackinock jetzt schon linke Strafraum. Er hat einen Spieler gegen sich, dribbelt rein in den Strafraum. Es geht vorbei, schießt Tor! Tor! Simon Mackinock macht hier das 2:1! Jakov Medic erobert ihn, dann geht er rein in die gegnerische Hälfte. Geht immer noch durch die gegnerische Hälfte. Findet Mackinock im 16er. Mackinock! Tor! Simon Mackinock steht da frei vor Heuer Fernandes. In der 77. Minute machte es der Hamburger SV noch einmal spannend und verkürzte durch ein Glatzeltor auf 2:3. Den 2. Derby-Sieg in Serie ließen sich die Boys in Brown aber am Ende nicht mehr nehmen. Ja, beim Anblick von diesen Bildern, da bekommt man doch immer noch ein bisschen Gänsehaut. Gänsehaut könnte man heute auch bekommen, wenn man hier so das Wetter anguckt. Es ist ziemlich kalt und regnerisch, eigentlich gar nicht so augusttypisch. Dennoch ging es für die Kiezkicker nach einem freien Wochenende wieder auf den Trainingsplatz. Und wie das in dieser Woche so aussah, da gucken wir jetzt zusammen rein. Am Montag starteten unsere Derby-Sieger bei bestem Hamburger Wetter an der Kollaustraße in die neue Trainingswoche. Der Regen hielt die Jungs aber nicht davon ab, konzentriert zu arbeiten, präzise Pässe zu spielen und die Zweikämpfe anzunehmen. Bei verschiedenen Spielformen stand vor allem die Arbeit mit dem Ball im Vordergrund. Zum Wochenstart waren übrigens auch Jackson Irvine, Sebastian Olsson und Jannis Wiekow auf dem Rasen zu finden. Nach einer Doppelschicht am Dienstag war für Mittwoch noch einmal trainingsfrei angesetzt, bevor für die Tage Donnerstag und Freitag der volle Fokus auf die nächste Aufgabe in der 2. Bundesliga gerichtet werden sollte. Ja, also nach dem Derby-Sieg liegt der Fokus hier an der Kollaustraße schon wieder voll auf dem Auswärtsspiel beim SC Paderborn. Die haben ja am Sonntag einen richtig guten Auftritt hingelegt und den SV Werder Bremen im Weserstadion mit 4:1 bezwingen können. Was da so für ein Gegner auf die Kiezkicker zukommt, da gucken wir jetzt mal zusammen drauf. Der SC Paderborn ist nach 3 Spieltagen in der 2. Liga noch ungeschlagen und steht mit einem Sieg und 2 Unentschieden bei 5 Punkten.
Stürmer Sven Michel, schon seit 2016 im Verein, kommt in der Liga bereits auf 2 Treffer und eine Torvorlage. Auch im DFB-Pokal konnte Michel ein Tor erzielen. Dort scheiterten die Paderborner allerdings mit einer 1:2 Niederlage bei Aufsteiger Dynamo Dresden in der ersten Runde. Wir sind also gespannt, ob die Boys in Brown in Paderborn am Samstag dann den ersten Auswärtssieg in der Liga in dieser Saison einfahren können. Was in den letzten Tagen rund um den FC St. Pauli noch so wichtig war, seht ihr jetzt, wie gewohnt, im Wochenrückblick. Gemeinsam mit unserem Partner Levi's haben wir einige neue Klamotten auf Lager. Diese findet ihr ab sofort in unserem Online-Shop sowie in den Fanshops vor Ort. Vorbeischauen lohnt sich also. In unserem Online-Shop sind ab sofort neue Derby-Sieger-Shirts verfügbar. Mit am Start ist dabei übrigens auch Anton, der Hund von Doppeltorschütze Simon Mackinock. Es ist tatsächlich ein Derby-Sieger-Baby geworden. Max Dittgen wurde am Freitag Vater der kleinen Mali. Auch Verteidiger Adam Gigalla ist seit vergangener Woche Papa. Seine Tochter Felicia kam bereits Anfang der Woche zur Welt. Wir freuen uns für euch, Max und Adam. Am Sonntag konnten sich alle Menschen, die noch keine Corona-Schutzimpfung erhalten hatten, im Stadion kostenlos und ohne Anmeldung impfen lassen. Dabei kamen knapp 700 Menschen ans Millerntor. Tolle Aktion! Nie war es wichtiger als heute mit Hinblick auf den Klimaschutzbericht. Der FC St. Pauli und Lichtblick gehen in die Verlängerung. Wir freuen uns riesig. Damit verabschieden wir uns für diese Woche von der Kollaustraße. Wir hoffen jetzt natürlich, dass unsere Mannschaft in Paderborn die nächsten 3 Zähler einfahren kann. Forza St. Pauli und Hamburg ist braun-weiß.